Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie live aus dem Bassstudio zum Webinar Scan to BIM. Mein Name ist Heinz Friedrich. Ich bin Leiter des Referats B2 wo wir uns unter anderem auch um Building Information Modeling oder kurz äh, BIM kümmern. Heute im Studio sind meine Kollegin Frau Bettnords, ähm, Expertin, Spezialistin für äh, ähm, BIM im Brückenbau, Herr Professor Heidin, Präsident der Infrastructure Management Consultants GmbH und Herr Dr. Richter, Leiter einer KI-Nachwuchsforschergruppe an der Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam. Wenn Sie Fragen haben, gibt es auf der Seite, über die Sie uns jetzt sehen, einen, ein Formular oder einen Link zu diesem Formular. Und ich würde Sie bitten, Fragen zu stellen. Wir werden dann versuchen, diese Fragen im Anschluss an den Vortragsblock zu beantworten. BIM ist für uns nicht nur beim... Planung und Bau von Interesse, sondern eben auch beim Betrieb. Die Bauwerkserhaltung ähm, erfordert, also wenn wir das bei der Bauwerkserhaltung anwenden wollen, brauchen wir natürlich auch digitale Modelle von den bestehenden Brücken. Und da knüpft das Forschungsprojekt an, über das jetzt berichtet wird. Weitere einleitende Worte und Hintergründe hören Sie von meiner Kollegin Frau Bettnort. Frau Bettnortz hat nach ihrer Ausbildung als Bauzeichnerin an der Technischen Hochschule Köln Bauingenieurwesen studiert. Sie ist seit 2016 bei der Bundesanstalt für Straßenwesen beschäftigt und äh, befasst sich mit den Themen der Digitalisierung im Brückenbau, mit dem Schwerpunkt BIM und digitaler Zwilling. Neben ihrer Tätigkeit bei der BAST ist Frau Bettnortz seit 2017 auch Lehrbeauftragte an der Technischen Hochschule Köln. Im Modul BIM im Brücken- und Ingenieurbau. Jenny, bitte. Dankeschön, Heinz, für die Vorstellung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Webinar vom Laserscan zum BIM-Modell für Brückenbauwerke im Bestand. Kurz Scan to BIM. Ich werde nun in das Webinar einführen und Ihnen die Hintergründe zu diesem Forschungsprojekt vorstellen. Ähm, hier ist jetzt einmal die politische Entwicklung dargestellt, wie sich BIM in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Gestartet 2013 ähm, mit der Reformkommission Bau von Großprojekten bis hin jetzt ähm, zum Masterplan BIM-Bundesfernstraßen, der 2021 veröffentlicht worden ist durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit der Strategie der BIM-Implementierung die sich äh, anhand von drei Phasen gestaltet und einen einheitlichen Weg vorgibt, wie die BIM-Einführung auf Bundesfernstraßen halt eben erfolgen soll. Welche Möglichkeiten haben wir, um unsere Brückenbauwerke zu digitalisieren? Und zwar prinzipiell sollte man da unterscheiden zwischen Neubau und Bestand. Ich habe Ihnen jetzt hier einmal eine Grafik mit, äh, mitgebracht, die zeigt, wie der Bestand unserer Brückenbauwerke aussieht. Und zwar sieht man doch sehr deutlich, dass unsere Brückenbauwerke hauptsächlich aus den 70er, 80er Jahren ähm, kommen und äh, doch schon etwas, ähm, doch eine sehr hohe Anzahl ausmacht. Und die Anzahl der Neubauwerke ist sehr gering und ähm, was diese Grafik halt eben verdeutlicht. Wie gehen wir mit dem Neubau um? Und zwar können wir uns jetzt vorstellen, durch die Einführung des BIM-Masterplans Bundesfernstraßen und der stufenweisen Implementierung von BIM, werden wir zukünftig BIM-Modelle von unseren Neubauten vorhanden, äh, zur Verfügung stehen haben. Das heißt, wir haben BIM-Modelle ähm, vorhanden, die äh, einen hohen Detaillierungsgrad aufweisen, mit semantischen Informationen versehen sind. Hier sehen Sie jetzt einmal exemplarisch das BIM-Modell der intelligenten Brücke am digitalen Testfeld Autobahn und das zugehörige BIM-Modell, das wir erstellt haben mit einer sehr hohen Detailierungsauflösung eingeteilt in die verschiedenen Bauteile. Es können Attribute eingeblendet werden, es können aber auch Schnitte geführt werden die allen dann nochmal einen detaillierten Einblick in das Innere, hier jetzt zum Beispiel des Hohekastens darstellen, mit dem Spanngliedverlauf, der einmal durch die Brücke geht. Also für den Neubau sind wir zukünftig hoffentlich gewappnet, dadurch, dass wir BIM-Modelle halt eben vorliegen haben, die wir dann für weitere äh, Zwecke in der Erhaltungsplanung nutzen können, dazu aber dann gleich. Aber wie gehen wir mit dem Bestand um? Und zwar haben wir im Bestand 39.000 Brückenbauwerke, für die es halt eben kein BIM-Modell gibt. Hier ist der Stand so, dass wir Ausführungs- und Bestandspläne vorliegen haben, die teilweise aber doch auch sehr unvollständig sind, Fehler aufweisen, auch teilweise Handzeichnungen, die dann schwer zu lesen sind und ähm, dann haben wir zusätzlich auch die Bauwerksdatenbank SIP-Bauwerke. Die Diese Datenbank hat zusätzlich auch noch mal sehr viele wertvolle Informationen zum Bauwerk, allerdings keine ähm, Modelldaten, die uns dahinter liegen. Und ähm, so ist die Idee entstanden, das ähm, 3D-Laserscanning zu verwenden. Durch das 3D-Laserscanning wird das Bauwerk in einem sehr hohen Detaillierungsgrad aufgezeichnet und ähm, bildet halt eben auch die wahre Geometrie dieser Brückenbauwerke ab. Und äh, hier sehen Sie jetzt im linken Bild einmal dargestellt ein 3D-Laserscan von unserer intelligenten Brücke an der Durabast. Und ähm, hier ist dann durch Projekte die Idee entstanden, wie können wir den Ansatz von künstlicher Intelligenz verwenden, um BIM-Modelle zu generieren. So sind wir zu dem Projekt gekommen, das sich nennt Entwicklung von Verfahren zur teilautomatisierten Erstellung von BIM-Modellen für Straßenbrücken im Bestand. Ein Projekt, das wir Anfang 2021 gestartet haben und jetzt am 31. Mai erfolgreich abgeschlossen haben. Ich freue mich sehr, dass wir diese Ergebnisse hier heute präsentieren können. Ziel war es, dass wir eine sukzessive modellmäßige Erfassung der Bestandsbauwerke ermöglichen und das ganze möglichst teilautomatisiert und standardisiert, so dass man eine ableitung der bestandsgeometrien ermöglichen kann, die einheitlich ist für bundesfernstraßen. dann sollten künstliche intelligenz halt eben verwendet werden, um diesen prozess zu unterstützen, und das ganze als praxisgerechte anwendung, so dass das in der praxis die einführung sich leichter gestaltet. und ähm, als verwendung, sollten hier Eingangsdaten bzw. Lerndateneingang finden. Da, da sind jetzt die Punktwolken genannt, um diese Generierung der Bestandsmodelle durchführen zu können. Und damit würde ich dann an den Forschungsnehmer übergeben und bedanke mich schon vorab. Ich darf unsere Forschungsnehmer kurz vorstellen. Das ist zum einen aus der Schweiz Herr Professor Heidin. Professor Heidin verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der gebauten Infrastruktur. Seine Arbeit konzentriert sich auf das Brückenmanagement und im Allgemeinen auf das Management der Verkehrsinfrastruktur. Seine Forschungsschwerpunkte liegen derzeit unter anderem bei der Entwicklung und Implementierung von integrierten Infrastrukturmanagementsystemen, einschließlich des Managements städtischer Infrastrukturen. Er ist Präsident der Infrastructure Management Consultants GmbH, das Unternehmen, welches er im Jahre 2003 gegründet hat, also quasi 20-jähriges Jubiläum. Und ähm, weiterer Forschungsnehmer. Ist Herr Dr. Richter aus Potsdam. Er hat IT Systems Engineering am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam studiert und am Fachgebiet für computergrafische Systeme zum Thema Analyse und Visualisierung von großen 3D-Punktwolken promoviert. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem künstliche Intelligenz für 3D-Daten, 3D-Rendering. Und die Entwicklung von Software-Systemen für die Verwaltung und Nutzung von 3D-Punktwolken. Derzeit ist er Leiter einer KI-Nachwuchsforschergruppe an der Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam. Meine Herren, bitte schön. Vielen Dank, dass wir heute unsere Arbeit hier präsentieren dürfen. Und ich möchte nicht allzu also viel Zeit. von unseren Vortrag. Wir werden eine kurze Einleitung etwas über bereitgestellte Punktwolke Dann werden wir über die Erstellung des Lerndatensatzes für KI-Verfahren berichten. Darauf kommt dann die KI-basierte semantische Segmentierung von Punktwolke in Brückenbauteile. Nach fünf ist die Umwandlung der segmentierten Punktwolke-Cluster, die wir gewonnen haben mit künstlicher Intelligenz, in Oberflächen- und Volumenmodelle. Wir werden etwas über weitere Entwicklungsmöglichkeiten berichten in diesem Vortrag und am Ende ist noch ein Schlusswort. Frau Bednotz hat bereits berichtet darüber warum wir BIM-Modelle brauchen. Ich will das nicht unbedingt weiterleiten. Es ist bekannt, dass gemäß Masterplan BIM Bundeswehrstraßen, werden abgewickelt mit Hilfe von BIM und diese BIM-Modelle sollten sinnvollerweise auch bei der Betrieb und Erhaltung verwendet werden. Vielleicht nicht in gleicher Form, aber sicherlich verwendet werden. Damit wir wirklich voll Potenzial ausnutzen können von BIM-Modellen in Betrieb und Erhaltung, brauchen wir natürlich, dass fast alle, wenn nicht alle, Brücken dann aus BIM-Modellen bestehen. Und das ist eben der Grund, warum dieses Projekt ins Leben gerufen worden ist. Man braucht das, damit man auch eine volle Digitalisierung von Betriebsprozessen und Erhaltungsprozessen herbeiführt. Und das ist eine, dafür braucht man eine effiziente Methode, wie man diese BIM-Modelle für die bestehende Brücke erstellt. Motivation ist klar, schon früher gesagt, wir könnten selbstverständlich auch dafür 2D-Pläne benutzen um BIM-Modelle zu erzeugen. Das ist eine etwas mühsame Angelegenheit, der natürlich auch sehr aufwendig ist. Hinzu kommt, dass die 2D-Pläne nicht unbedingt der äh, Stand der ist, ist, sondern sie berühren aus der Zeiten, wo die Planung oder die Projektierung gemacht worden ist. Aus diesem Grund ist natürlich notwendig, den jetzigen Stand von Brücken zu erfassen. Die Weiterentwicklung von Vermessungstechnik im Bereich 3D-Laserscanning und auch also regelbasierte Segmentierung ergeben sich wirklich eine neue Möglichkeiten, wie man ein BIM-Modell teilautomatisiert erstellen kann. Und das ist, was wir versucht haben in diesem Projekt zu machen. Ziel, ganz kurz, ist eine, ein Konzept zu erstellen, so dass eine teilautomatisierte Erstellung von BIM-Modellen flächendeckend erfolgen sollte. Und diese entwickelten BIM-Modelle können natürlich unterschiedliche Detailierungsgrade aufweisen und neben der typischen dreidimensionale Darstellung aus semantische Daten, das ist hier mit Punkt 2 dargestellt, aus einer Datenbank also angereichert werden. Die praktische Anwendbarkeit dieses Systems wurde anhand eines Prototyps auch nachgewiesen. Nun, wenn wir reden über bereitstellen Punktwolke, die wir brauchen, um überhaupt anzufangen, werde ich da übergeben zu Herrn Dr. Richter. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite, um Objekte, Strukturen, Bauwerke zu erfassen haben sich ähm, 3D-Punktwolken etabliert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und es gibt mittlerweile unheimlich viel Erfassungstechnologie, die am Markt verfügbar ist. Da gibt es zwei Kategorien. Ähm, das sind zum einen die laserbasierten Systeme, ähm, die mit entsprechenden LIDAR-Sensoren. 3D-Punktwolken generieren von Objekten und Strukturen. Die Fotogrammetrie hat sich etabliert, das heißt, hier werden ganz viele Bilder aufgenommen von den entsprechenden Objekten und Strukturen, um 3D-Punktwolken zu erzeugen. Und diese Erfassungstechnologie kann mit unterschiedlichen ja, Trägersystemen kombiniert werden. Das können Flugzeuge, Hubschrauber sein, Drohnen sind mittlerweile gerade im Brückenbereich etabliert, ähm, Fahrzeuge, äh, tragbare Systeme bis hin zu Smartphones, die mittlerweile auch schon ähm, Laserscanner integriert haben. Und all diese Hardware, die mittlerweile verfügbar ist, kann genutzt werden, um digitale Repräsentationen der Realität zu erzeugen. Wenn wir uns das Ganze im Brückenbereich mal anschauen, dann sehen wir hier ein Bild der Durabast-Brücke, die aufgenommen wurde mit ähm, terrestrischen Laserscannern. Das sieht man daran, dass da in der Mitte des Bildes ein paar äh, kreisrunde Punkte sind. Dieser terrestrische Laserscanner wurde an verschiedenen Positionen positioniert und am Ende kommt eine 3D-Punktwolke raus. Und diese Punktwolke hat spezielle Eigenschaften man sieht das an diesem bild sehr schön je weiter die äh, oberfläche vom laserscanner entfernt ist umso dünner ist die punktwolke das sieht man im linken bereich bei der vegetation dass dort die auflösung entsprechend geringer ist da wo die laserscanner standen hat man eine höhere auflösung man hat gewisse redundanzen durch die äh, verschiedenen standorte und das ergebnis des scans sieht man auch hier mal in dem video und man sieht hier es gibt ganz viele verschiedene objekte die ähm, ja statisch sind in, in der punktwolke aber auch bewegliche Objekte. Das sind hier Passanten, das sind Fahrzeuge. Man sieht, dass die Aufnahme im fließenden Verkehr gemacht wurde. Deswegen sind auf der linken Seite viele Autos, die äh, ja, vorbeigefahren sind, die dann entsprechend aufgenommen wurden. Und diese Punktwolke selbst hat auch Verschattungen. Das sind Bereiche, die nicht erfasst wurden, weil sie vom Scanner aus nicht äh, sichtbar sind. Und die Erfassung selbst kann relativ effizient durchgeführt werden. Ähm, man hat Auflösungen im Millimeterbereich teilweise bei den äh, Scannerstandorten, wenn man da dicht dran ist. Und man bekommt eine digitale Momentaufnahme der Realität. Ähm, wir sprechen da immer von einem räumlichen digitalen Zwilling, der entsprechend erstellt wird. Wir haben im Rahmen dieses Forschungsprojekts auch weitere Daten bekommen von anderen Brücken. Das waren sehr viele ähm, Spannbetonbrücken, die an Autobahnen ähm, ja, vorhanden waren. Das sind hier beispielsweise die BW, BW4 und die BW5 Brücke, ähm, die aufgenommen wurden. Und die Farben, die Sie hier sehen, das sind ähm, Intensitätsinformationen, die beim Laserscan mit entstehen. Das heißt, je stärker die Oberfläche reflektiert, umso heller sind die Bereiche. Deswegen sind beispielsweise die Fahrbahnmarkierungen äh, entsprechend ähm, ja, heller. Und diese Intensitätsinformationen, die helfen auch der KI beim Klassifizieren der Daten, beim Erkennen von Objekten und Strukturen mit, um entsprechend ja, Semantik in diese Daten reinzubekommen. Wir hatten einen relativ großen Betreuerkreis, die uns auch ähm, im Rahmen dieses Projekts weitere Daten zur Verfügung gestellt haben. Ähm, das waren viele Brückenscans, das waren aber auch schon BIM-Modelle, die für die entsprechenden Brücken vorlagen und die haben wir genutzt und anhand dieser ähm, realen Scandaten haben wir dann äh, unsere Verfahren im Laufe des Projekts erprobt. Und die große Herausforderung ist immer beim, ähm, ja, bei der Nutzung von KI-Verfahren, dass man entsprechende Lerndaten hat, umfangreiche Lerndaten. Und ähm, das wird der Herr Haydin Ihnen jetzt im Detail vorstellen. Vielen Dank, Rico. Wir gehen zu der stellung von Lern-Datensätzen. Damit überhaupt das Ganze funktioniert, mit diesen vielen Punktwolken, die wir gekriegt haben Brücken realen Brücken, müssen wir zuerst kein Verfahren so weit bringen, dass diese, diese Bauteile an diesem Punktwolke realen Brücken tatsächlich erkannt werden. Das heißt, ki System muss irgendwie verstehen, dass ein Widerlager Widerlage ist, dass eine Stütze ist, eine Stütze ist und so weiter. Und dafür haben wir natürlich einen Lerndatensatz gebildet. Dieser Lerndatensatz äh, muss 3D-Punktwolken vorliegen, weil wir arbeiten ja mit 3D-Punktwolken, wo jedem Punkt eben ein Bauwerksteil, also ein Brückenteil, äh, zugewiesen wird. Das heißt, jeder Punkt muss wissen, wie ein Lerndatensatz, ich gehöre ja zu einer Stütze, oder ich gehöre zu einem Widerlager oder zu einem Lager. Die Lerndaten müssen dazu noch einen ähnlichen Charakter aufweisen, das heißt Dichte, Punktverteilung und so weiter. Wir haben uns entschieden, und das war eine von der Punkte bereits in der vierten Phase, dass wir zwei Ansätze dort verfolgen. Der erste Ansatz ist, die Lerndaten synthetischer Basis von 3D-Modellen zu erstellen. Das heißt, wir brauchen BIM-Modelle und nachher Wandeln wir sie um in Punktwolke und das zweite ist natürlich, händisch erfasste 3D-Punktwolke manuell zu klassifizieren. Das heißt, jene Teile von diesen 3 d punktwolke sagen, du bist jetzt also ein Widerlager oder eine Stütze oder was auch immer. Also, die Brückenmodelle haben wir natürlich geschaut, dass wir sogenannte Konfektionsbrücken nehmen, nicht unbedingt spezielle singuläre Objekte, sondern diejenigen, die hier links dargestellt sind, das sind also relativ normale Brücken. Wir haben sie dann angeschaut, wir haben angeschaut, welche Bauwerksteile so typisch sind. Dann haben wir eine ganze Familie von diesen Bauteilen gebildet, im BIM natürlich, und dann die dann kombiniert. Und diese erste Kombination ist hier dargestellt. Entschuldigung. Hier dargestellt, das ist dieser Punkt 1, das sind diese Bauwerke hier. Das war sogar ein erster Wurf. Dieser erste Wurf haben wir dann äh, an Herrn Richter weitergeleitet. Er hat das prozessiert mit KI, mit Künstlicher Intelligenz. haben Wir gemerkt, dass gewisse Bauwerksteile nicht da sind, die wichtig sind, wie zum Beispiel Lemmschutzwände. Dann haben wir Lemmschutzwände hinzugefügt, das ist Punkt 2. Dann darauf haben wir gemerkt, dass gewisse Stütze sehr, sehr breit sind, da habe ich das auch hinzugefügt und am Ende haben wir noch in Punkt 4 Fahrbahn hinzugefügt. Dazu kam es noch, also die, eben die, die Punktwolke von realen Brücken, die dann entsprechend auch annotiert sind, beziehungsweise sie wurden dann entsprechend äh, äh, zugewiesen den Bauteilen. Also, das ist Vorgehen, wie wir das Ganze gemacht haben und daraufhin hat man gesagt, okay, annotieren, das heißt Labeling von jeweiligen Bauwerksteilen muss entsprechend der bauwerke Das heißt, wir haben dann entschieden, dass wir genau diese ASB Inc. Systematik verfolgen. Wir sehen hier Feld 1, 2 und 3 entlang der Bauwerksachse und wir, haben, wir sehen hier, dass die Pfeiler sind zugewiesen zu jeweiligen, jeweiligen Feldern. Gut, daraufhin hat man gesagt, okay, wir haben ein bim Modell aber ein BIM-Modell ist keine Punktwolke. Das heißt, wir müssen aus dem BIM-Modell eine Punktwolke bilden. Und das haben wir dann gemacht mit einer Simulation, einer virtuellen Abtastung, leider Abtastung, einer virtuelle Drohne. Diese virtuelle Drohne ist natürlich eine Software-Drohne, die dann diesen Weg hier beschreitet, wie hier dargestellt. Und neben dem haben wir noch natürlich sogenannte stationäre Scanner benutzt, aber die sind auch virtuell natürlich, weil das Ganze ist auf einem BIM-Modell das hat dann ermöglicht uns, dass wir von einem BIM-Modell nicht nur eine Punktwolke kriegen. Das hat man sowieso gekriegt, sondern weil BIM-Modell weiß, welcher Bauwerksteil welcher Punkt gehört, konnte man natürlich dann annotierte Punktwolke haben. Das heißt, jene, wo jeder Punkt einem Bauwerksteil zugewiesen ist. Das ist, was am Ende herausgekommen ist. Man sieht hier, gelb ist wieder und andere Farben zeigen andere Bauteile hier. Und das Ganze noch so ein bisschen besser darzustellen, hier sind hier verschiedene Aufnahmen genommen. Hier oben ist BIM-Modell, unten sind die Punktwolke. Man sieht sehr schön, dass sogar Lager auf der rechten Seite, sogar die Lager sind sehr gut erkannt. Die sind hier blau dargestellt in der Punktwolke. Also, das ist die Lerndaten, die wir dann benutzt haben, um äh, ein Netzwerk äh, Netz zu, zu trainieren. Hier ist eine Darstellung, äh, wie das Ganze aussieht. Natürlich, das ist ein Heimspiel, weil hier haben wir ein bim modell und wussten ganz genau, welche Bauwerksteile und welche Teile gehören zu welchem Punkt, zu welchem Punkt oder? Deswegen sieht das so wunderbar aus. Aber wenn wir beginnen zu arbeiten mit den unbekannten Punktwolken, wird natürlich die Sache äh, vielleicht genauso aussehen, vielleicht habe ich ein bisschen, bisschen weniger gut. Hier sieht man, dass es sich wirklich um Punktwolke ausschaut. Hier gibt es ein Zoom. Und diese Zoom sieht man jeweilige Kugelchen. Und diese Kugelchen sind eigentlich diese Punkte von dieser Punktwolke. Okay. Man hat, wie ich vorher gesagt, man hat auch äh, manuell. Die äh, annotierten Brücken, das ist eine, die man gemacht hat. Das ist relativ mühsame Arbeit, aber wurde gemacht. Das ist also eine Punktwolke. Und daraus hin hat man dann äh, also die, die segmentiert, manuell segmentiert und den jeweiligen Baueristen zugewiesen. Wie man diese Daten, diese, diese Punktwolke verändert also also diesen Lerndatensatz, verändert hat, um Kai zu trainieren, darüber berichtet jetzt Herr Dr. Richter. Danke. Ja, die erste Herausforderung haben wir gemeistert. Das heißt, wir haben Trainingsdaten generiert für unsere KI, dass sie lernen kann auf die beiden Arten, einmal mit realen Daten, die annotiert wurden und auf einmal auf Basis von synthetisch generierten Daten. Und beim ja, äh, Antrainieren einer KI gibt es eigentlich ähm, zwei verschiedene Phasen. Ähm, die erste Phase besteht darin, dass man ein Training von neuronalen Netzen durchführt. Und hier verwenden wir die eben beschriebenen Trainingsdaten. Und dieses Antrainieren ähm, guckt sich jeden Punkt der Punktwolke an. Und guckt sich die Nachbarschaft an die Umgebung, wie sind denn die Nachbarpunkte angeordnet, um dann Rückschlüsse darauf oder Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie sozusagen welche, zu welchem Bauteil die Daten gehören. Und das ist, wenn man sich überlegt, dass so eine Punktwolken sehr hoch aufgelöst gescannt sind, äh, mit hunderten Millionen von Punkten, sehr rechenintensiv. Das heißt, da werden Grafikkarten verwendet, die darauf ausgelegt sind, Daten hochparallel zu prozessieren. Und wir haben für jeden Punkt äh, 4096 Nachbarn analysiert, um dann äh, ja einen Rückschluss auf die Charakteristik zu ziehen und man kann sich das einfach gesagt so vorstellen, dass Punkte, die beispielsweise an einem Widerlager sind, sind alle in einer Ebene horizontal angeordnet. Punkte, die beispielsweise auf einer Fahrbahn sind, die sind eher flach angeordnet. Geländer, da haben die Punkte eine ganz spezielle Charakteristik, dass halt in der Nähe Bodenpunkte oder Fahrbahnspunkte sind und das Ganze lernt die KI, indem sie ja unzählige Merkmale pro Punkt berechnet. Der zweite Schritt ist, nachdem so ein Netzwerk trainiert wurde, unbekannte Daten reinzugeben, um dann entsprechend ähm, ja, die Punkte zu klassifizieren, die das Netzwerk noch nicht kannte. Und die KI funktioniert immer nur so gut, so gut wie auch die Eingangsdaten sind. Und wenn wir uns die Punktwolke vorhin im Video angeguckt haben, dann haben wir gesehen, da sind ganz viele Störungen, da sind bewegliche Objekte, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Und deswegen haben wir im ersten Schritt eine Vorverarbeitung gemacht, dass wir diese rohe Punktwolke genommen haben und dort diese beweglichen Objekte rausgerechnet haben. Das heißt, das ganze Noise, die ganzen Störartefakte, die wurden beseitigt. Das sieht man hier in dem Video. Wir blenden jetzt immer mal zwischen der Original-Eingabepunktwolke und der bereinigten Punktwolke hin und her. Wir haben hier die Redundanz ausgenutzt. Das heißt, wir hatten ja verschiedene Scannerstandpunkte und manche beweglichen Objekte, die waren halt nur von einem Standpunkt sichtbar, manche waren von allen Standpunkten sichtbar und so konnten wir relativ gut unterscheiden, was sind denn bewegliche Objekte, wie die Fahrzeuge, die dann rausgerechnet werden können, und was sind denn statische Objekte die halt ähm, ja immer da sind, die haben wir in der Punktwürke drin gelassen. Zudem haben wir auch Bereiche, wo die Auflösung der Punktwürke zu gering war, die weit weg von den Scanner waren, auch rausgenommen und äh, ja, bestimmte Areale, die ähm, auch keine Relevanz hatten, wo viel Vegetation stand. Und ähm, die bereinigte Punktwolke nach dieser Vorverarbeitung sah dann so aus wie auf diesem Bild. Das heißt, wir haben nur das Areal, was von Interesse ist, wir haben eine definierte Mindestpunktdichte und wir haben ähm, größtenteils alle statischen Strukturen und die beweglichen Objekte entfernt. Die Daten sind dann in die KI reingegangen und hier wurde für jeden Punkt wieder die Nachbarschaft analysiert. Wie ist denn die Charakteristik der Nachbarpunkte? Und dann wurde die wahrscheinlichste... Oberflächenkategorie, die wahrscheinlichste Klasse berechnet. Also ist das ein Widerlagerpunkt, ist das ein Lagerpunkt, ein Bodenpunkt. Und das Ergebnis der KI sah dann so aus. Das heißt, wir haben jetzt für jeden Punkt neben der Position selbst auch die Klassifizierung oder die wahrscheinlichste Klassifizierung. Und wir haben die Klassen Widerlager, Stützen, Träger, Geländer, Straßenoberfläche, Lärmschutzwand, Lager und Boden in dieser Klassifizierung. Die KI selbst arbeitet nicht perfekt. Es gibt immer wieder Fehlklassifizierungen und ähm, ja, Bereiche, wo sich die KI nicht sicher ist. Und das rohe Ergebnis der KI sieht man jetzt in, in diesem Video. Und man sieht das an bestimmten Bereichen, wo Objekte, Strukturen ineinander übergehen, dass da eine Fehlklassifizierung da ist. Auch im Bereich der Stütze, die in der Mitte da besonders breit ist. Die wurde als Widerlager erkannt. Ähm, die ähm, Geländer sind auch nicht ähm, ganz perfekt an allen Bereichen. Und ähm, das Ganze wird sozusagen in einem weiteren Nachfall. Schritt nochmal bereinigt. Das heißt, hier wird dann die Punktwolke mit den entsprechenden Klassifizierungsergebnissen nochmal analysiert und es wird geguckt, wo sind denn potenziell Fehlklassifizierungen, wo sind denn bestimmte Bereiche zu klein. Und das Ganze sieht man ähm, im nächsten Bereich mal. Hier sieht man die rohe Punktwolke und das Ergebnis nach der Klassifizierung. Ich springe nochmal hin und her. Das ist das Rohergebnis und das ist sozusagen die Bereinigung. Und hier werden diese äh, ja, kleinen Artefakte beseitigt, sodass ein wesentlich besseres ähm, Ergebnis der Klassifizierung entsteht. Hier bei dem Widerlager ist es genauso, ähm, was sozusagen dort erkannt wurde bei der Stütze. Ähm, Grund hierfür war, dass in den Trainingsdaten immer nur Stützen waren, die eine definierte Breite hatten. Und dann waren sozusagen die Bereiche oben von der Stütze, die besonders breit waren, die wurden als Widerlager erkannt, weil sowas nicht in den Trainingsdaten äh, drin war. Das wurde sozusagen durch die Nachverarbeitung korrigiert. Regiert. Das kann man aber auch zukünftig gleich von Anfang an äh, der KI beibringen, indem man ihr Beispiele für diese besonders breiten Stützen gibt. Ja, im Ergebnis hat man jetzt für jede dieser ähm, Objektkategorien äh, eine Punktmenge, eine Subpunktmenge. Also hier sind entsprechend die Stützen zu sehen. Hier sind ein Beispiel, das sind die äh, Lärmschutzwände, die erkannt wurden, die Punkte. Ähm, hier sind die Widerlager. Und ähm, ja, das Ganze haben wir dann auf verschiedenste Brücken ähm, angewendet, die der KI vorher nicht bekannt waren. Und das war zum einen die ähm, Durabast-Brücke, das war die Brücke, mit der wir äh, am meisten Experimente ähm, gemacht haben. Aber wir haben das halt auch auf Standardbrücken angewendet, äh, Spannbetonbrücken, wie man es hier sieht. Ähm, das ist die BW3-Brücke, äh, glaube ich. Ähm, man sieht sozusagen einmal das äh, Ergebnis der Eingabedaten und das Ergebnis der Klassifizierung. Ähm, ja, die farben sind äh, identisch wie bei den brücken davor das heißt wir haben hier äh, auch wieder die einzelnen objektkategorien und das ist eine brücke die hat die ki vorher nicht einmal gesehen gehabt und ähm, ja die ergebnisse sehen wirklich äh, gut aus äh, fast alle punkte sind äh, korrekt klassifiziert worden in den daten und ähm, ja man kann das ganze dann weiter nutzen um bim-modelle automatisiert ähm, abzuleiten hier ist eine andere Brücke, die ich noch mal zeigen will im Video. Auch wieder die Originaldaten. Die wurden einmal vorverarbeitet, das heißt die beweglichen Objekte, die Menschen, die da drauf sind, entfernt wurden und die Eingabedaten, die dann in die KI gegangen sind, wurden klassifiziert. Und hier sieht man das Ergebnis für die Brücke in Form der Punktwolke mit den entsprechenden Kategorisierungen. Gut, das heißt, das war jetzt der zweite große Schritt. Neben den Lerndaten haben wir die Punktwolken klassifiziert. Das heißt, wir haben pro Punkt jetzt entsprechend ähm, ja, eine Klassifizierungsinformation, die jetzt wiederum genutzt werden kann, um die ähm, ja, Punktwolken in BIM-Modelle zu überführen und in Oberflächenmodelle. Und das wird der Herr Haydin jetzt im Detail vorstellen. Vielen Dank, Rico. Ja, wir haben ihn gesehen. Jeder Punkt gehört zu einem bauer aber das sind Punkte. Wir brauchen etwas mehr als nur Punkte. Und das ist eben, was wir das machen. Wir haben die Umgewandlung von segmentierten punkt cluster zuerst in Oberflächenmodelle und dann Volumenmodelle. Und äh, dieser Umwandlungsprozess ist, wie soll ich sagen, ein bisschen auch Freestyle zu einem gewissen Punkt. Warum das? Weil wir haben da ziemlich viele Sachen ausprobiert und am Ende haben wir, wir zum Schluss gekommen, dass einen folgende Gliederung also sinnvoll ist. Das Erste, was wir machen, ist eine, eine Bearbeitung von Cluster von Punktwolke, indem man zum Beispiel die Zwillingsbrücken getrennt haben, Zwillingsüberbauten getrennt haben, weil die waren nicht in gewissen offensichtlich. Man könnte natürlich auch dort, dank Binning, auch unter Umständen das automatisch machen. Wir haben hier das nicht gemacht. Dann haben wir automatisch die Koordinatentransformation gemacht, das heißt Ausrichtung der Brücke. Aufteilung der Punktwolke in Bauteile, das zeige ich nachher mit dem Mantel- oder Oberflächenmodell. Und am Ende nach semantische Anreicherung von Geometrieanpassung mittels Daten aus Siebbauwerken und Bistra-Daten, insbesondere in Bezug auf Achsengeometrie. Und am Ende, wie man die IFC-Datei generiert hat. Also, das Erste ist natürlich relativ einfach. Dort geht es zu eine manuelle Prüfung, ob es tatsächlich zwei Überbauten gibt. In diesem bestimmten Fall gab es zwei Überbauten. Die Punktwolke war etwas verwirrt, also dort man konnte nicht unbedingt sofort trennen, aber durch eine visuelle Überprüfung war es so ohne weiteres klar, dass es sich um zwei Überbauten hier handelt. Der zweite Punkt war etwas automatisch. Das ist die Ausrichtung der Brückenachse. Die ist nicht immer in Bauwerke drin, vor allem nicht, wenn die Bauwerke über die Autobahn gehen. Deswegen müssten wir das Ausrichtung anhand von Bistradaten machen. Und das ist hier erfolgt. Das Bauwerk wurde dann ausgerichtet, sodass die X-Achse entlang der, entlang der Straßenachse ist. Das ist hier dargestellt auf dem Bild rechts. Und dort haben wir die Angabe. Aus Bistra benutzt. Warum brauchen wir das? Ich habe es schon gesagt, weil diese Richtung braucht man, um die Nummerierung von Bauwerksteilen wirklich richtig zu machen. Weil gelbe Punkte hier, also gelbe Punktcluster hier in diesem rechten Bild, das sind Stützen, vor allem stützen und Widerlager. Und also Widerlager sind gelb, das sind eine andere Farbe, weil die Stützen. Und die müssten wir natürlich dann entsprechend trennen und dann nummerieren entlang der Achse. Das ist hier dargestellt, das ist die sogenannte Clustering äh, in die Richtung der Achse, in X-Achse, das heißt entlang der Straßenachse. Dort haben wir dann separiert Widerlager 1, rot hier dargestellt, vom Widerlager 2, das hier äh, blau dargestellt ist. Man kann natürlich die Richtung auch umkehren, aber das ist die Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Dann ging es um Oberflächenrekonstruktion und dort müssten wir mehrere. Systeme benutzen. Also hier gibt es sieben verschiedene Algorithmen, die wir benutzt haben. Also links ist eine Punktwolke, rechts ist das, was herauskommt aus diesen Algorithmen. Bolt-Pivoting-Algorithmus hat relativ gute Resultate gezeigt. Das Gleiche gilt für die konvexe Hülle und auch für die Alpha-Shape mit einer mittleren Welt von Alpha. Das werde ich nachher noch erklären, was das bedeutet. Hier sind die guten. Sagen wir, Oberfläche-Rekonstruktionen, also hervorgehoben. Das sind Punkte, also die oberen rekonstruktionen 1, 4 und 6. Hier ist auch eine ganze Brücke, die wir rekonstruiert haben. Das ist eine mit Alpha-Shape und die andere ist mit Ball-Pivoting. Ganz kurz diese zwei Algorithmen. Also hier ist dargestellt links unten, wie Ball-Pivoting funktioniert. Da kann man sich so vorstellen: Sie nehmen einen Ball. Und dann versuchen Sie zu berühren, einen von den Punkten. Und Sie berühren normalerweise drei Punkte dadurch. oder? Und diese drei Punkte sind dann definiert ein Dreieck. Und dieses Dreieck können Sie triangularisieren. Dann kehren Sie oder drehen Sie Ball, also diese Ball, über eine, eine von diesen, diesen Achsen, also diese zwei äh, diesen, äh, Seiten von diesem Dreieck. Und dann treffen Sie noch einen Punkt. Und dieser zweite Punkt, Definiert auch zweite Dreieck. Und so wird langsam, aber sicher, das ganze, die ganze Oberfläche triangularisiert. Natürlich kann es passieren, wenn der Ball zu klein ist, dass es runterfällt. Dann haben Sie natürlich auch Löcher und das haben wir tatsächlich gehabt bei unserer Konstruktion. Bei Alpha Shape ist es ein bisschen anders. Sie können sich so vorstellen, hier ist zweidimensional dargestellt. Sie können sich so vorstellen, Sie haben eine Punktwolke und dann beschießen Sie diese Punktwolke mit, mit äh, Kugelchen und dort, wo Kugelchen stecken bleiben, dann machen Sie eine Linie und so weiter bis das Ganze, äh, wie hier am Bild rechts dargestellt ist. Wenn Sie ein Loch haben, natürlich muss man dann ursprünglich erkennen durch, durch Clustering, dass es tatsächlich ein Loch gibt und dort passt eine Kugel, eine große Kugel hinein und so können Sie natürlich dann auch relativ gut approximieren die Oberfläche anhand von diesem Alpha Shape. Ah, Entschuldigung, das habe ich vergessen, Alpha, also die Nummer Alpha zeigt, was ist der Radius von dieser, von dieser Kugel. Dann haben wir weitergemacht, indem wir gesagt haben, okay, wir wollen Volumenmodelle, nicht nur Oberflächenmodelle machen, sondern auch Volumenmodelle. Da haben wir uns so überlegt, also wir wollen äh, schauen, in welche Richtung erstreckt sich ein Bauwerksteil, wie zum Beispiel bei Überbauten, es erstreckt sich entlang X-Richtung. Das heißt, wir suchen Querschnitt in YZ-Richtung also also, oder bei einer Stütze in XY-Richtung. Hier ist dargestellt auf der linken Seite, was wir gewonnen haben, wenn wir einen Schnitt machen durch die Punktwolke, dann kriegen wir diese, diese Umrandung, diese Querschnittumrandung. Und die kann man sehr wohl benutzen, um Volumenmodelle Volumenmodell zu bilden. Leider, hier oben sieht man natürlich die obere Platte nicht, weil diese ist verdeckt durch Belag. Und Belag ist als separate Bauteil erkannt worden. Das sieht man hier in der mittleren, mittleren Zeichnung sehr wohl so. Und dann diese zwei Sachen kann man extruieren. Und dieses Extruieren entsteht natürlich... Man nachher im BIM verwenden kann. Äh, die Brücken können natürlich auch schief sein. Das bedeutet, dass man dann entsprechend auch das Ganze verzerren muss, indem man das der richtige, richtige, äh, richtige Volumenmodell kriegt. Das Gleiche kann man machen natürlich auch mit Stützen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Eine, indem man XZ-Querschnitt nimmt, das heißt bei einer Durabass brücke und diese XZ-Querschnitt kann man dann extrudieren entlang der y-Achse. Oder man kann xy-Querschnitt nehmen und dann langsam aufbauen in Schnitten, also diese, diese Stütze, bis ein Volumenmodell dadurch entsteht. Querschnitt herauszufinden aus Punktwolke ist nicht unbedingt eine einfache Angelegenheit. Wir haben mehrere Sachen hier versucht. Eine ist über Aksnoritis äh, umgebendes Rechteck was heißt Aksnoritis das heißt dass eine Linie muss horizontal sein die andere Linie von diesem Rechteck also die Seite vom Rechteck muss vertikal sein man kann natürlich ein sogenanntes minimales umgebendes Rechteck nehmen dann verschiebt man das Ganze, dreht man ein bisschen, so dass ein Minimum entsteht, also von diesem Rechteck, oder man kann eine konvexe Hülle bilden, wie wir das auch hier gemacht haben. Das ist rot dargestellt in diesem Diagramm. Und schließlich eine ungefähre Querschnittsabgrenzung, indem man schaut, die Neigung von Punkten, von benachbarten Punkten. Und dort, wo sich diese Neigung ändert, macht man eine andere, andere Seite von diesem Querschnitt. Mit der schwarzen Linie ist diese Umrandung gezeigt und die sieht nicht so schlecht aus. Das Gleiche hat man gemacht auch mit den, mit den Stützen. Hier, um sich nicht zu verwirren, auf der linken Seite gibt es relativ viele Punkte. Diese Punkte entstehen, weil es eine, diese Stütze eine Wut hat und deswegen gibt es diese Punkte. Während der mittlere Teil natürlich zeigt wirklich den Querschnitt von dieser, von dieser Stütze. Und rechts ist eine ganz normale rechteckige Stütze. Wiederum die Verunreinigung mit den Punkten, blaue Punkten, kommt vom, vom Lager. Dann haben wir weitergemacht. Okay, was könnten wir noch verbessern an die ganze Geschichte? Äh, wir sind ja Bauingenieure. Wir wissen ungefähr, wie diese Bauwerke aussehen sollen und wie sie äh, wie sie sich miteinander in, in der in im Raum eigentlich äh, zuordnen. Und aus diesem Grund haben wir dann gesagt: Okay, wir benutzen diese sogenannte Wissensdatenbank, wo gewisse Sachen drin sind, gewisse Regeln drin sind und diese Regeln zum Beispiel zeigen, dann wenn die, wie Lagerbank ein bisschen getrennt ist von dem Überbau, dass dort eigentlich sind die Lager zu suchen und das haben wir dann gemacht in Punktwolke und diese Lager sind rechts dargestellt. Das gleiche gilt für die Kappe, wir wissen ja, dass die meisten Brücken eine Kappe haben, da haben wir das entsprechend diese Regel genommen und dann diese rote Kappe im Mittleren auch gefunden Das haben wir genannt Smart-Modelle. Wie smart sie sind, können wir uns darüber noch unterhalten. Aber das haben wir so genannt. Und hier ist also was ein Volumenmodell, ein ganz einfaches, mit, mit einer konvexen Hülle auf der linken Seite. Mittler ist ein Volumenmodell, der etwas verbessert ist, anhand von gewissen Regeln. Und die Smart-Volumenmodelle sind jene, wo wir die Daten aus Wissensdatenbank auch benutzt haben, um diese zu gewinnen. Man kann weitergehen und sagen, okay, wir... Wir übertragen diese Volumenmodelle in Revit oder ein anderes Tool und kann man dann entsprechend gewisse Volumenmodelle ersetzen, wie hier gemacht ist. Also, äh, wir haben diese parallel das auf der linken Seite dargestellt, ersetzt mit einer Remschutzwand, die tatsächlich so aussieht. Und auch der Geländer, haben wir, der ist auch mit einem parallel dargestellt, haben wir ersetzt mit einem richtigen Geländer. Und Das geht relativ schnell mit einem, in einem Revit-System oder ein anderen Autoren-Software-System. Dort haben wir nicht aufgehört, sondern haben gesagt: Okay, wir haben ja sieben Bauwerke. Und Bauwerke haben relativ viele Daten drin. Erstens wollen wir diese Daten den Bauwerksteilen zuweisen, sodass man durch einen Klick die ganze Information kriegt. Oder man kann also gewisse Angaben in sieben Bauwerke benutzen, um Geometrie zu verbessern. Und hier ist das ungefähr dargestellt: Wir wissen ja von der Bauwerks-ID und von der KI, welche Bauwerksteile da sind. Wir haben sie gesucht in sie bauwerke und dann entsprechend mit einer Abfrage und entsprechend dann zugewiesen und das haben wir als semantische Anreicherung gemacht. Das wurde alles durchgeführt mit Hilfe von Python-Skripts. Und am Ende haben wir ein, ein Volumenmodell generiert, also, also Oberflächenvolumen mit IFC, in dem wir natürlich die, wiederum Python verwendet haben. Wir haben dann diesem Volumenmodell oder diesem IFC-Modell, haben die Property Sets anhand von der SIP-Bauwerke zugewiesen. Das ist hier mit der Punkt 3, also der, das, was 3 eingekreist ist, das sind diese Daten. Und oben, also 1, das sind eben die, die Oberfläche Modell links und Volumenmodell rechts. Da unten sieht man, wie dieses IFC-Format aussieht in Step-Klartext-Format. Gut. Am Ende. Es entstand so ein Prototyp. Dieser Prototyp hat verschiedene Schritte drin und ich werde ganz kurz durch diesen Prototyp bestehen. Das ist jetzt Anwendung, nicht Lerndatensatz, nicht Lernen oder Lehren von KI, sondern wirklich, ein, wie man das verwenden könnte, wenn ein bestehendes KI vorhanden ist. Eingabe von Brücken Brückenpunktwolke Nummer 1. Dann geht man weiter zu Vorverarbeitung. Herr Dr. Richter hat das erklärt. Kai-basierte Klassifikation, auch von Herrn Herr Richter erklärt. Dann Nachbearbeitung. Dann weiterhin geht es Bildung von Oberflächenmodellen, Volumenmodell, Anreicherung, mit Bistra und sim wobei weil Bistra wurde benutzt, auch schon früher. Und dann IFC-Datei-Generierung. Und schließlich, aber nicht zuletzt Ausgabe, BIM-Modell, eine Brücke. Gehen wir weiter und ich äh, gebe weiter zu. Richter, en ríkter fyrir veiturintvíklusmöglíkækning. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass ein Prototyp entstanden ist, der äh, alle notwendigen Schritte umgesetzt hat und demonstriert hat, dass äh, ja, das Generieren von BIM-Modellen auf Basis von Punktwolken mit KI-Verfahren funktioniert. Und die Frage ist jetzt, ja, wie kann man das Ganze weiterentwickeln? Was wären denn die nächsten Schritte? Und ähm, ein wichtiger Punkt ist natürlich, äh, wenn wir uns den Bestand angucken, ungefähr 40.000 Brücken äh, im Bestand, wie kann man das denn erfassen? Wie kann man das effizient machen? Und ich denke, hier brauchen wir Richtlinien für die Erfassung, das heißt, welche Systeme kann man nutzen, mobile Systeme, terrestrische Systeme, kann man vielleicht auch alles mit Drohnen abdecken. Wir brauchen Vorgaben, welche Datenqualität brauche ich denn, um möglichst optimale Ergebnisse zu erreichen hinsichtlich der Dichte, die Objektabdeckung und so weiter. Und wir müssen ähm, ja, eine Datengrundlage aufbauen, die sozusagen immer weiter erweitert wird, wo wir sozusagen Trainingsdaten sammeln. Und diese ähm, Datenbasis für die KI immer weiter ausbauen. Und die Trainingsdaten, die wir jetzt erzeugt haben, das waren wirklich nicht viele. Wenn man dort sozusagen mehr Daten hätte, würde man sozusagen immer bessere Ergebnisse ähm, generieren können. Und das muss sozusagen das Ziel sein in Zukunft, wenn man dieser, diesen Automatisierungsweg weiter fortgehen äh, möchte. Und ähm, wir haben jetzt ausgewählte Oberflächenkategorien, Strukturen den Trainingsdaten hinzugefügt. Und hier ist es auch denkbar, noch weitere Daten hinzuzufügen, beispielsweise Entwässerung oder äh, Autos, Fahrzeuge, ähm, Vegetation, auch einzelne Subkategorien der jeweiligen Bauteile, sodass man dann immer weiter ähm, und fein granularer die KI entsprechend anwenden kann und die Bauteile auch genauer bestimmen kann. Ähm, wir haben noch ein paar... Schritte drin, die sozusagen manuell durchgeführt werden müssen. Das ist beispielsweise ähm, das Bearbeiten oder das Zuschneiden des richtigen Bereichs, wo wir sozusagen äußere Bereiche weggeschnitten haben. Auch die Konfiguration der Nach- und Vorverarbeitung, die war jetzt zugeschnitten auf die Punktwolken, die wir bekommen hatten. Ähm, hier ist es auch denkbar, dass man das noch mehr automatisiert, wenn man Punktwolken beispielsweise, die fotogrammetrisch oder mit Laserscan aufgenommen wurden, dass man die sozusagen dann auch vollautomatisch entsprechend vorverarbeiten, nachverarbeiten und klassifizieren kann. Dann das Thema Zeitreihen ist auch ähm, ein ja, Bereich mit sehr viel Potenzial. Das heißt, wenn ich regelmäßig meine Bauwerke erfasse, kann ich natürlich gucken, wo sind Unterschiede, wo verändert sich was, habe ich vielleicht Schäden, die irgendwo entstanden sind. Und ähm, ja, hier hat man wirklich auch das Potenzial, des, das Monitoring und den Betrieb unter, zu unterstützen mit 3D-Punktwirken, mit KI-Verfahren, die gemeinsam vielleicht auch mit bildbasierten Analyseverfahren für die Schadenserkennung ähm, ja, ineinandergreifen. Und zu guter Letzt braucht man natürlich eine ja, gewisse IT-Infrastruktur, um das Ganze umzusetzen. Wenn man von einer Brücke redet, dann kann das sein, dass man da 20, 30, 40 bis zu 100 Gigabyte an Daten hat. Wenn wir jetzt von 40.000 Brücken reden, die vielleicht erfasst werden, vielleicht auch jährlich, dann kommen da große Datenmengen zustande. Und man braucht sozusagen eine Infrastruktur oder man muss an der Infrastruktur arbeiten, zum einen, um die Daten zu speichern, aber auch um die Daten beispielsweise zu visualisieren dass sozusagen alle beteiligten in den gesamten prozessen zugriff auf die daten haben jederzeit und hier gibt es webbasierte systeme, webbasierte ansätze, wo man auf die daten zugreifen kann. cloud-basiert hat man auch sehr viel speicher zur verfügung und ähm, das sind sozusagen äh, ja nächste schritte, die aus unserer sicht ähm, sinnvoll sind und angegangen werden sollten. gut, dann ähm, sind wir jetzt mit den inhaltlichen sachen durch und kommen zum schlusswort. ja. Dankeschön. Ähm, von unserer Seite Schlusswort. Es kommt natürlich auch von anderen Seite auch. Was haben wir da gemacht? Ähm, wir haben ein KI-Verfahren wurde mit synthetischen aus Bildmodellen und realen Punktwolken trainiert. Das steht, diese neue ist da, kann man verwenden. Die wichtigen Bauteile wurden mit KI-Verfahren in unbekannten Daten erkannt und das ist glaube ich, sehr sehr wichtig. Aus klassifizierten, aus der, auch in Punktwolken unvollständig erfasste Bauteile wurden teilweise erkannt. Wir haben aus dieser klassifizierten Punktwolke Mantelfläche, also Oberflächerekonstruktion, gemacht äh, und, äh, für einfache, und die eine einfache geometrische Darstellung bieten. Allerdings sind keine Volumenmodelle, sondern relativ mantel. Aus dieser klassifizierten Punktwolke konnte man mit Hilfe von Mantelflächen auch Volumenmodelle erzeugen. Das haben wir auch gezeigt. Und schließlich haben wir gezeigt, dass das übertragen werden kann zu CAD-Software und eine Geometriepräzisierung durchgeführt werden kann. Die Daten um sib bauwerke und Bistra wurden mit der Geometrie von Volumen verknüpft. Das heißt, man kann direkt zugreifen auf diese Daten, auch in Zukunft als Grundlage vielleicht für ein Bauwerksmanagement-System. Und sämtliche Ergebnisse wurden dann im IFC-Format exportiert. Und das ist, was wir gemacht haben. Was man mit diesem Modell machen kann, im Hinblick auf Nachrechnung und ähnliche Sachen, da kommen sicher die Fragen noch und dann können wir das auch beantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe weiter zu Herrn Friedrich. So, erstmal besten Dank für den Beitrag. Wir kommen zu den Fragen. Es sind einige Fragen gekommen. Ähm, manche wurden vielleicht schon beantwortet, aber es macht nichts, wenn wir da die eine oder andere Antwort noch mal wiederholen. Und ich gehe hier mal, ich stecke mal ein. Ähm, erste Frage: Wie wandelt man die aus den Vermessungsdaten entstehenden Punktwolken in DWG-Dateien um? In welchen Programmen wird hierfür gearbeitet? Also, ich, kann, ich habe nicht in DWG umgegangen, sondern in IFC. Und IFC wurde dann entsprechend importiert in Revit für die Weiterbearbeitung. Ich weiß nicht, ob das die Antwort aber ich habe mit DWG nichts gemeinsames gehabt in diesem, in diesem Projekt. Dann, wie hoch ist die, Det die Detailtiefe der automatisch rekonstruierten Bauteile aus der Punktwolke, beziehungsweise welche Bauteile können erkannt werden, auch kleinere Bauteile wie Lager, etc. Und wenn ich diese Frage auf die Lager beziehe, dann möchte ich gleich eine andere Frage dann noch mit verknüpfen. Ähm, wie haben Sie verdeckte Bauteile der Brücke berücksichtigt? Das habe ich erwartet, dass für so etwas kommt. Ähm, Lager wurden erkannt. Okay? Äh, zwar nicht lückenlos, aber die wurden erkannt und die könnten wir rekonstruieren. Das war für mich auch eine sehr positive Überraschung, aber es ging und zwar sehr gut. Was die verdeckte Bauteile anbelangt, wir können selbstverständlich sie nicht erkennen in einer Punktwolke und deswegen können wir sie auch nicht im BIM-Modell berücksichtigen. Aber Dafür muss man natürlich eine nach, manuelle Nachbearbeitung machen und an den kommt man nicht herum, weil man sieht sich halt nicht. Es gibt gewisse Regeln, die wir benutzen können. Wir können vermuten, dass eine Vorspannung irgendwo ist, oder? Aber wir können nicht im Voraus wissen, dass dort diese Vorspannung ist und welche Art von Vorspannung. Dafür müssen wir immer noch die Pläne konsultieren. Das ist klar. So nächste Frage. Sind die 3D-Realdaten für die Forschung und weitere Entwicklung auf diesem Gebiet Open Source verfügbar? Beziehungsweise können diese Daten zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden? Würde ich, ich gerne darauf antworten. Also, ähm, die meisten der Daten sind uns von den Landesbauverwaltungen, von der Autobahn zur Verfügung gestellt worden für allein dieses Forschungsprojekt. Also, diese können wir nicht zur Verfügung stellen, die sind nicht Open Source, aber ähm, was wir gerne anbieten können, ist, dass wir den Laserscan-Datensatz der Durabast-Brücke zur Verfügung stellen. Hier würde ich Sie bitten, dass Sie dann nochmal Kontakt zu uns aufnehmen. Am besten auf eine E-Mail schreiben und dann können wir gemeinsam überlegen, wie wir dann diese Daten zur Verfügung stellen, da der Datensatz doch sehr groß ist. Ja, grundsätzlich äh, sind wir ein Forschungsinstitut und wollen Forschung fördern. Das heißt, alles, was wir zur Verfügung stellen dürfen, stellen wir auch gerne zur Verfügung. Aber ähm, da äh, kommt es halt immer darauf an, wer da Herr der Daten ist. So, welche Klassen wurden trainiert bzw. segmentiert und wie wurden diese Klassen ausgewählt? Ja, also die Klassen, die wir ähm, trainiert haben, das waren die Widerlager, äh, Lager, wir haben die Stützen, den Fahrbahnbelag, ähm, die ähm, was hatten wir noch? Ähm, Lärmschutzwände Lärmschutz, hatten wir ja. drin. Und wir haben ähm, angefangen mit zwei, drei Klassen, die halt wirklich Prägnant waren, auch bei den Trainingsdaten und haben uns dann sukzessive weiter vorgetastet. Also, wir haben dann gemerkt, okay, in bestimmten Bereichen hat das Klassifizieren nicht gut funktioniert, dann haben wir weitere Klassen hinzugefügt und ähm, die ähm, ja, Anzahl der Klassen ist eigentlich beliebig. Also, man kann als Faustregel sagen, das, was ich als Mensch in der Punktwolke sehe, was ich separieren kann von anderen Objekten, das kann ich mit der KI auch potenziell ähm, erkennen. Also, man hätte das jetzt noch beliebig weit. Äh, treiben können und das kommt sozusagen jetzt vielleicht auch zurück auf die erste Frage, mit welcher Genauigkeit oder wie wurde was erfasst und all das, was ich sozusagen in der Punktfolge habe und wenn ich die Lager in der Punktfolge habe, dann kann ich es auch in der Regel erkennen. Also einfach ganz kurz zu sagen, wir haben uns gehalten an die Bauwerke und jene Bauwerksteile, die nicht sichtbar sind oder kaum sichtbar sind, wie Fundamente und ähnliches, haben wir rausgelassen und auch Vorspannungen. So, nächste Frage. Mit welcher Software wurden die digitalen 3D-Scans der synthetischen Daten umgesetzt? Genau, also ähm, modelliert wurden ähm, die äh, 3D-Brücken mit klassischer Modellierungssoftware. Und für das äh, virtuelle Scannen haben wir ähm, die Software Blender, das ist eine Open-Source-Software, ähm, eingesetzt, die halt äh, ja, die Punktwolken generiert hat aus den ähm, 3D-Modellen. Ging es um Generierung, die Frage, oder? Es ging auch noch um die ähm, ja, welcher Sensor bzw. welche Sensoreinstellungen okay. wurden gewählt. Das ist eben hochgehüpft, weil die nächste Frage schon dazu kam. Okay. Achso, genau. Ähm, bei den Sensoreinstellungen, ähm, das kann man beliebig konfigurieren. Also wir können sozusagen die Rotationsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Lasers ähm, einstellen in der Software und können dadurch äh, genau das simulieren, was in der Realität auch ähm, gemacht wurde. Auch bei den terrestrischen Scan-Standorten können wir auch sagen, äh, mit welchem äh, Abtast- mit, mit welcher Abtastrate sozusagen der Scanner arbeiten soll. Und das Wichtige ist sozusagen bei diesen synthetischen Daten, dass man wirklich die Charakteristik wie bei einem realen Scan auch hat. Also wenn Bereiche irgendwo verschattet sind, die Punktdichte, die mit der Entfernung abnimmt, das ist sozusagen in den synthetischen Daten auch direkt abgebildet. Okay, ich gucke auf die Uhr. Ich werde jetzt äh, äh, nicht mehr alle zu allen eingegangenen Fragen äh, kommen können. Äh, eine letzte. Gibt es bereits Veröffentlichungen zum vorgestellten Projekt, in denen spezifische, spezifischere Details der Eingangsgrößen und Ergebnisse aufgeführt sind? Bisher gibt es die noch nicht. Die Veröffentlichungsanfrage läuft und wir hoffen, dass wir da bald die Zusage bekommen und die Ergebnisse dann auf der BAS-Seite veröffentlichen können. Dann bedanke ich mich für die Beantwortung einiger der Fragen, nicht aller Fragen. Äh, es gibt aber die Möglichkeit, weiterhin Fragen zu stellen. Da wird später noch ein äh, Link, ein Link bzw. eine E-Mail-Adresse eingeblendet. Und wir werden dann alle Fragen, die, äh, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind, bitte nochmal stellen. Die werden wir natürlich beantworten. Und auch äh, weitere Fragen äh, werden wir dann individuell per E-Mail äh, beantworten. Dann ähm, ja. besten Dank und. Äh, die Danksagung kommt von meiner äh, Kollegin Frau danke Dankeschön. Ja, kommen wir schon zum Fazit und zum Ausblick. Ähm, es konnte gezeigt werden, dass die Generierung von Bestandsmodellen relativ gut und auch teilautomatisiert umsetzbar ist hier in diesem entwickelten Prototypen und dass standardisierte, einheitliche und semantisch angereicherte BIM-Modelle generiert werden können. Das Ganze ist als modular aufgebaute Prozesskette umgesetzt worden und die Demonstration der Anwendbarkeit des Prototyps konnte anhand auch realer Brückendaten aufgezeigt werden. Hier ist jetzt ähm, genau einmal der Link dargestellt, wo Sie dann hoffentlich bald den Forschungsbericht zum Projekt finden werden, unter diesem QR-Code dargestellt. Und möchte ich noch einen Ausblick geben, und zwar, wie können diese Bestandsmodelle weiterverwendet werden. Und zwar hat sich gezeigt, dass die entwickelten Prozesse und diese Erkenntnisse ein sehr hohes Potenzial haben, die Bauwerkserhaltung effizienter zu gestalten. Sie sehen jetzt hier links im Bild den digitalen Zwilling der Bundes äh, der Infrastrukturbauwerke. Ein wichtiges Forschungsgebiet, in das auch wir natürlich ähm, sehr aktiv sind. Und äh, hier bietet dieses Forschungsprojekt eine wesentliche Grundlage dadurch, dass ähm, Bauwerksdaten, BIM-Modelle, die angereichert sind mit den Informationen aus der Bauwerke zur Verfügung stellen stehen und als Grundlage dann in den digitalen Zwilling mit einfließen können. Es zeigt sich auch ein Mehrwert für die Erhaltung und den Betrieb von Brücken aufgrund dieser aggregierten Bauwerksdaten und Informationen, die dann in Form dieses BIM-Modells zur Verfügung stehen. Und diese BIM-Modelle bieten dann eine Unterstützungsmöglichkeit, um auf Grundlage dieser Modelle auch die Bauwerksprüfung durchführen zu können. Zusätzlich haben wir auch Weiterentwicklungen geplant. Diese wurden eben schon angesprochen, welche Potenziale sich hier ergeben. Und ähm, genau, hier wollen wir mit Forschungsprojekten noch anknüpfen, also den Prototypen mit weiteren Daten verifizieren und auch noch ähm, eine höhere Detaillierungsgrad ausarbeiten. Und damit komme ich auch schon zur Danksagung. Also im Namen der BAST möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die im Rahmen des Projekts mitgewirkt haben und das Projekt zu einem erfolgreichen Ergebnis gebracht haben. Unser herzlicher Dank gilt insbesondere dem Betreuerkreis für die vielen guten Diskussionen und Anregungen der Autobahn GmbH des Bundes und den Landesbauverwaltungen, die uns ähm, Laserpunkt, Wolken, bestehender Brücken bereitgestellt haben und natürlich auch dem Projektkonsortium von IMC und HPI. Unter der Leitung von Professor Rade-Heidin für die sehr gute Umsetzung in diesem Forschungsprojekt. Und natürlich auch vielen Dank letzten Endes an das Team der BAST, die uns diese an Veranstaltung hier ermöglicht hat. Und hier unten ist jetzt noch einmal die E-Mail-Adresse eingeblendet, die Herr Friedrich eben angesprochen hat, die Sie uns gerne kontaktieren dürfen. Dankeschön. Das war unser Webinar Scan2Bim. Vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ich hoffe, es war interessant, es hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar wieder dabei sind. Bis dahin.